Das Interview des Tages. Christian Demucher über sein Leben zwischen Luxus und Provokation. Ja, bei uns jetzt zu Gast Österreichs schillerndster Verleger, Christian Demucher, Herausgeber des Extradiensts. Wir kennen uns seit 40 Jahren, würde ich sagen. 42 Jahre, genau. 42 Jahre, um Gottes Willen. Deshalb sind wir auch per Du. Und der Christian Demucher hat einen großen Unterschied zu mir. Er wollte im März aussteigen, den ganzen Job an den Nagel hängen, sein Leben genießen, nichts mehr hackeln, wenn man das so sagen darf, an der Côte d'Azur in der Sonne und am Boot liegen. Und das hat er genau 5 Monate ausgehalten und jetzt ist er wieder zurück im Job. Ja. Das ist ja ein Joke eigentlich, oder? Ein Gag, ja? Naja, es ist, also, wieder, ja, es ist kein Joke und es ist kein Gag, es ist die bittere Realität. Ja. Der Grund dafür ist relativ einfach. Also erstens einmal, es war ein halbes Jahr insgesamt, ja, und ich habe das sehr genossen, auch die Ekaterina. Ist mir auch nicht fad geworden, aber als wir dann die neue Firma begonnen haben im Herbst, ist was passiert, womit keiner von uns gerechnet hat. Wir haben das Volumen der Zeitungen natürlich weit kleiner als meinen Verlag, ja, eingeschätzt, wollten statt 28 Ausgaben nur mehr 18 machen. Und dann ist was passiert, womit weder der Herr Gastinger noch ich gerechnet haben. Nämlich das Ganze ist 4-mal so groß geworden wie geplant. Wir kommen gleich die Tränen. Naja, und es, ja, gibt, ich habe gesagt, ja, ich habe geschrieben im Leitartikel, ja, das ist das zweitgrößte Problem, das man haben kann. Das, genau, größte Problem, ja, hat gerade der A3-Verlag, ist, wenn man keine Aufträge, ja, hat und in Konkurs, so, geht. Dann ist ein Problem. Das haben wir ja nicht. Ja. Und jetzt habe ich mich halt, also Anführungszeichen, geopfert. Also das Ganze ist so explodiert, dass du wieder zurück explodiert bist, ja, und wieder im Büro. Und jetzt bist, bin ich wieder im, ja, Büro. Ja. In also spannenden Zeiten. In spannenden eigentlich Zeiten. Eigentlich, ja, das hast du gut durchschaut, ja, deswegen macht es ja auch Spaß. Ja. Das ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Da kann man nicht an der Côte d'Azur bleiben in Zeiten, nein, wie diesen. Sondern das ist, und vor allem, wenn man sieht, wie wenige Medien diesen Paradigmenwechsel der Politik, der gerade stattfindet, auch wirklich featuren und sich trauen, darüber zu schreiben. Also nehmen, ja, wir mal den ORF. Ja, oder zu berichten. Nehmen wir den ORF. Dort steigt, und da steigen mir ja die Grausbirnen auf, die Redaktionsversammlung auf und sagt, sie wollen geschützt werden von einer neuen Regierung. Das heißt, die, die jetzt jahrelang einseitige Berichterstattung gemacht haben, wo alte Verleger wie wir ja etwas gelernt haben. Guter Journalismus trennt Meinung und Information. Das heißt, du hast deine Meinungskolumne, da teilst du aus, aber das würdest du nicht in einen Artikel manchen, weil das will ich ja auch nicht. Dort will ich ja sauber und glatt informiert das werden. Das unterstellst du im ORF? Das unterstelle ich nicht, das passiert, ja, beim ORF laufend, bitte. Ja. Weil es ja gegen das ORF-Gesetz auch wäre, es zu kommentieren. Das dürfen, ja, die ja gar nicht. Ja. Deswegen machen sie es ja gründig, hintergründig. Ja. Und mir geht das so auf den Keks. Wenn ein Moderator oder ein Nachrichtensprecher Nachrichten liest, sieht man übrigens auch bei Puls 4 oft, der liest, ja, Nachrichten, dann ist ein Zettel, den er bekommen hat von der Redaktion, zu Ende und dann gibt er seinen persönlichen Senf drauf. Das will ich nicht. Ich bin ein gebildeter Mensch, der schaut, dass er up-to-date ist, dass er informiert ist. Ich kann, ja, mir selber meine Meinung bilden. Ja. Ich brauche nicht den Herrn Armin Wolf, um mir die Welt zu erklären. Das heißt, du bist das rechtzeitig zurückgekehrt, ich bin zurückgekehrt, um hier für journalistische Sauberkeit zu sorgen. Und jetzt wird, ja, es wieder zurückschwenken, das Pendel. Ja. Und natürlich wird der Extradienst das berichten, weil ich bin der Meinung, es ist einmal ganz interessant zu zeigen, wie haben sich denn diese ORF-Journalisten in den letzten Jahren hier wirklich beim Fenster rausgelehnt, parteipolitisch, mit Hardfacts. Mhm. Also haben wir ein bisschen gearbeitet, mhm, und haben einmal so eine Liste gemacht der Ausrutscher, der Entscheidenden, der Top 20 Journalisten beim ORF. Also wenn du die Liste anschaust, da wirst du leichenblass. Wie kommt im nächsten Extradienst? Das heißt, du freust dich auf Schwarz-Blau. Ich freue mich nicht auf Schwarz-Blau, sondern ich freue mich darauf, wenn jene, die bisher exzessiv ihre parteipolitische Sendungsbewusstsein, das sie haben, über den staatlichen, öffentlich-rechtlichen Fernsehsender gespielt haben, was ich für absolut indiskutabel und unsauber habe, jetzt reduziert werden. Und da brauchen sie keinen Redaktionsrat, der auftritt, oder keine Standesvertretung, die sie schützt. Mhm. Sondern ich möchte als Konsument davor geschützt werden, einseitig manipulativ von jenem staatlichen Sender, für den ich noch dazu einen ganz ordentlichen Betrag Gebühren, und zwar in jede Menge Häusern bezahle, manipuliert werden, zu werden. So wie das die FPÖ will? Nein, das glaube ich nicht, und aus einem ganz einfachen Grund, weil der ORF niemals ohne Gebühren auskommen wird. Das muss man einmal zur Kenntnis nehmen. Das Werbegeld alleine wird dem ORF nie genügen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir, wie das Gerd Bacher gesagt hat, eine staatliche Orgel haben, die ein gewisses Maß an Unabhängigkeit hat durch diese Gebührenregelung. Mhm. Ich sehe das aber so,
dass wir ja jetzt eine Situation der politischen Unsicherheit haben. Wir haben 4 Landtagswahlen, die auf uns zukommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert dort mit der Führungsebene? Und da habe ich einen sehr, sehr interessanten Kommentar vorbereitet. Ich bin nämlich der Meinung, dass Alex Vrabec definitiv dort bleiben wird. Ich habe auch sehr, sehr viele Indizien und viele Kontakte als Insider zu Politikern, die mir das erzählt haben. Überlebenskünstler war er ja schon immer. Ja, aber der Grund dafür ist relativ einfach. Wenn die jetzt einen neuen holen würden und Strache, der eher der Hardliner ist, setzt sich gegen Kurz durch und die holen jetzt einen neuen, dann ist der Neue da. Der Neue muss sich beweisen und der Neue kann sich noch nicht so gut bewegen. Und der Neue hat natürlich ein Problem, der muss sich auch beweisen vor den Leuten. Das heißt, der muss schon eine klare, strikte Linie haben. Der wird nicht das machen, was die politischen Parteien von ihm jetzt in 4 Landtagswahlen wollen. Der Herr Vrabec steht mit dem Rücken zur Wand und er wird bereit sein, viel zu opfern in seinem Umfeld, um sich zu halten. Damit ist der, wenn man das machiavellistisch sieht, der viel, viel praktischere, kontrollierbare und leichter zu steuerbare. Und deswegen glaube ich, Vrabec bleibt. Gehen wir medial spannenden Zeiten entgegen? Ja. Unglaublich spannend, ein Paradigmenwechsel. Was wird sich ändern? Was ist der Paradigmenwechsel? Also ich glaube schon, das Problem ist, sowohl bei Puls 4 als auch beim ORF ist es natürlich schon so, dass aufgrund der Struktur, das ist jetzt kein Vorurteil, da die linke Reichshälfte einfach stärker vertreten ist in der Journalie, aber auch in den Chefitäten. Das heißt, wir haben nicht so viele Konservative dort oder Erzkonservative, Blaue gibt es da ganz, ganz wenige. Wir haben natürlich viel, viel mehr, die dem sozialdemokratischen Lager oder dem grünen Lager zuzuordnen sind. Und was ist der Paradigmenwechsel? Der Paradigmenwechsel wird sein, dass natürlich die, die dem konservativen Lager zuzuordnen sind, jubeln werden. Die, die gar dem blauen Lager zuzuordnen sind, die sich ja nur ganz, ganz wenig geoutet haben, gibt es ja nur ganz wenige, die das tun, wie wir beide wissen, natürlich Quantensprünge machen werden. Und das ist natürlich alles erbärmlich, weil das ist alles Politfunk und hat mit einem öffentlich-rechtlichen, unabhängigen Fernsehen nichts zu tun. Aber der Paradigmenwechsel ist ja eigentlich eher, dass wir in eine digitale Zukunft kommen, dass online explodieren wird, dass wir ganz neue Medien bekommen werden, oder? Ja, das kommt noch dazu, das ist ja ein ganz, ganz anderes Spiel. Aber ich spreche jetzt einmal nur von den niedrigen, instinktbezogenen, erbärmlichen Abspielungen in parteipolitischer Hinsicht, die ja beim ORF niemals wegzureden sind, weil ich brauche mir ja nur anschauen, was die sagen und wie sie es sagen. Also ich hänge es an einem Beispiel auf. Du weißt vielleicht, ich bin nicht unbedingt der größte Freund von den Grünen. Ich habe die aber nie verstanden. Ich fange an, die jetzt zu verstehen. Wenn die am Getreidemarkt aus 3 Spuren 2 Spuren machen und die 3. Spur für die Fahrradfahrer machen, dann habe ich mir immer gedacht, die machen das für die Radfahrer, weil die Radfahrer lieben. Ist falsch. Ist eine reine Ideologiehandlung, um einen künstlichen Stau zu erzeugen, dem war ich jetzt gerade drinnen, und um den Autofahrern diese Stadt zu vermiesen. Wenn wir eine Stadtregierung haben, die vorsätzlich nichts anderes tut, als zu zerstören und zu vermiesen, weil das ihre Politik ist, und künstlich Staus zu erzielen, bitte, in dieser Stadt, dann sitze ich da und es stellen sich meine alten grauen Haare auf und ich denke mir, das kann es ja nicht sein. Und dann schaue ich, wie das argumentiert wird, im Öffentlich-Rechtlichen oder in gewissen Medien, und dann sehe ich, was da passiert. Nur diese Dinge brechen natürlich am Schluss einer Partei das Knick. Mir wäre es lieber gewesen, weil ich bin ein echter Grüner, nicht einer von der Vasilako-Partie, sondern ich bin ein echter Grüner. Ja. Aber es bricht den Grünen. Es bricht mir aber das Herz, dass die da nicht ins Parlament kommen, weil die gehören ins Parlament. Genau. Christian Wemucher redet sich bereits in Fahrt, in Saft. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann wollen wir von Christian Wemucher wissen, wie er eigentlich zur MeToo-Kampagne steht, weil angeblich gibt es da ja sogar Morddrohungen. Das werden wir gleich hören. Wir sind gleich zurück. Das Interview des Tages. Christian Wemucher über sein Leben zwischen Luxus und Provokation. Willkommen zurück. Letzter Teil des letzten Interviews heute bei Fellner Live mit Christian Wemucher, dem schillerndsten Verleger des Landes. 6 Monate war er in Pension, jetzt ist er wieder da, entsprechend in Fahrt gekommen. Die erste Fahrt hast du aufgenommen in einer Puls-4-Diskussion, wo du derartig mit 2 Vertreterinnen der MeToo-Bewegung sozusagen zusammengekracht bist und mit der Ex-Frauenministerin, dass du ja dann sogar Morddrohungen bekommen hast. Also erstens einmal waren es nicht 2, weil die Moderatorin hat sich ja eindeutig, die Corinna Milborn, auf die Seite der 3 Damen du geschlagen. Damen würde ich nicht sagen. Ja. Das habe ich ausgehalten, das ist kein Problem. Ja.
Was halt ein Problem ist, wenn Leute dir nicht zuhören und dir nicht zuhören wollen und nicht verstehen, was man hier an Botschaft bringt. Ja. Ich bin zum Beispiel in meinen Ansichten völlig konträr zum Manfred Einheiter. Ich halte das für absolut positiv, dass es diese MeToo-Diskussion gibt für die betroffenen Frauen. Ich halte die provokanten Ansichten von Nina Proll, die ich nicht teile, auch für durchaus gut für diese Frauen, weil die die Diskussion erst richtig belebt haben und in Schwung gebracht haben. Und ich glaube, auch das, was ich am Provokanten gesagt habe, hat diese Diskussion massiv... Was hast du gesagt am Provokanten? Ich habe gesagt, dass erstens, ich glaube, dass jede Frau, und das hast du ja auch in deiner Umfrage jetzt sehr gut gezeigt, das Recht hat, eine persönliche Distanz zu anderen Menschen und zu Männern in ihrem persönlichen Umfeld, im beruflichen Umfeld, auf Partys oder Festen, zu haben. Und das gilt es zu respektieren. Ein gut erzogener Mann respektiert das. Und es ist eine Riesenschweinerei, bitte, mit dem Machtinstrument am Arbeitsplatz zum Beispiel, sich Frauen zu nähern und sich da, und davon gut, zu profitieren. Aber das rechtfertigt da ja noch keinen Shitstorm und keine Morddrohungen. Jetzt habe ich mir aber erlaubt, noch was anderes zu sagen. Und dann kamen die Diskussionen von Beweisumkehr und ich würde hier den Frauen in den Rücken fallen, den Armen. Also weil was ich hast gesagt du erlaubt, dir zu sagen? Es kann nicht sein, dass es genügt heute, wenn eine Frau sagt, der hat mich belästigt und derjenige welche ist klinisch tot. Das ist nämlich mir selber widerfahren. Dir? Ich wurde von einer Frau, die sich bei uns in unser Leben eingeschlichen hat. Ich kann die Geschichte erzählen. Wir haben eine Haushälterin gesucht in Frankreich, haben die in Österreich engagiert. Die kam nach Frankreich, hat eine tolle Wohnung in unserem Haus bekommen, blieb 3 Tage und ist nach 3 Tagen, hat sie gesagt, sie will nicht mehr weiterarbeiten. Haben uns sehr gewundert, ist aus dem Haus rausmarschiert, hat gesagt, sie will zu Fuß weggehen. Was mich wundert, weil wir sind 2 Kilometer von der nächsten Ortschaft. Und ich bin ja dann nachgefahren, weil es mir leid getan hat. Ich habe mir gedacht, die kann ich nicht mit dem Koffer jetzt in die nächste Ortschaft fahren, wie bei uns kündigen. Ich fahre die, ich fahr die in die nächste Ortschaft. Bin ja nachgefahren und die Frau lag bei meinem Nachbarn am Boden, weinend, schreiend, hat eine Verletzung gezeigt, die sie unter uns gesagt schon vorher hat, und hat behauptet, wir haben sie eingesperrt und sexuell belästigt. Und? Ich habe Glück. Das gesamte Haus außen ist videoüberwacht. Und die hat erzählt, dass wir sie in diesem Haus fritzelmäßig da eingesperrt haben, was lächerlich ist, weil ich habe dem Staatsanwalt also in Wien... Du fühlst dich selber als Opfer. Na, ich bin ein Opfer. Die Ekaterina haben 1 Jahr lang gegen diese Situation kämpfen müssen. Und wenn ich diesen Videobeweis... emotionell. Nein, wenn ich diesen Videobeweis nicht gemacht hätte, dann würde ich nicht als Verleger vor dir sitzen, weil dann hätte ich mich verkrochen. So, meine Frau hätte mich wahrscheinlich vor Schande... in den Häfen gekommen. Ja, meine Frau hätte mich... Nein, in den Häfen wäre ich ja nicht gegangen, aber meine Frau hätte... Weil es ist ja... Die Pointe am Ganzen ist, es gibt ja juristisch, da bin ich bei meinem Etter, gibt es ja einen Unterschied zwischen der Belästigung und dem, was das strafrechtlich ist. Das heißt, zu sagen, Schatzi ist keine strafrechtlich relevante Handlung, aber, und das waren meine Argumente, es ist eine Handlung, wenn die gesagt wird, siehe Peter Pilz, dann bist du tot. Also das heißt, noch einmal, du siehst die Männer als Opfer. Nein, die Männer sind kein Opfer. 1/3 der Frauen beklagen diese Belästigung. Das ist zur Kenntnis zu nehmen und das ist zu verändern. Und da haben wir uns alle beim Riemen zu nehmen und da müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass wir Frauen anständig behandeln. Eins, dass das sich verändert und dass die Gesellschaft da neue Mechanismen einbringt, ist gut und ist wunderbar. Aber es darf nicht so sein, und das habe ich in dieser blödsinnigen Puls-4-Diskussion, die erste Diskussion in meinem Leben war, wo ich mir gedacht habe, ich stehe dort auf und gehe raus und rede mit denen nicht mehr weiter, weil das ist unerträglich. Ich habe dort so dreimal gefragt, kann es wirklich sein, dass Männer, die unschuldig beschuldigt werden, keine Chance haben, sich zu verteidigen und dass Kollateralschäden hier abgetan werden? Die Frau Frauenminister, Ex-Frauenminister, hat mir keine Antwort auf das gegeben, weil sie hat keine Antwort. Und ich sage dir, warum? Weil das denen vollkommen wurscht ist. Es geht um eine Sache, die Frauen zu schützen. Und wenn der Rapport blöde Männer, die sich halt reinlegen haben lassen, von einer bösartigen Frau unter die Räder kommen, dann ist das halt eine verschwindende geringe Anzahl, die prozentuell unter den Tisch fällt. Das müssen wir in Kauf nehmen. Und das nehme ich nicht in Kauf. Das macht dich wütend. Das macht mich wütend, und es, weil es meinem Gerechtigkeitsgefühl widerspricht. Ich glaube, man muss das Recht haben, wenn man beschuldigt wird, sich verteidigen zu können. Das eine schließt aber nicht aus, dass andererseits Frauen aufstehen sollen und sagen können, das ist mir widerfahren. Es kommen viele Männer, die sagen, warum reden die Frauen erst nach so vielen Jahren darüber? Das verstehe ich, weil es oft jahrzehntelang dauert, bis du missbildest, dass dir widerfahren ist. Also wenn du heute in deiner Kindheit missbehandelt worden bist, zum Beispiel von den Eltern, dann gibt es viele Menschen, die ihr ganzes Leben an dem leiden.
der kann mit dem Vater, auch wenn er 60 oder 70 ist, noch nicht reden. Das verstehe ich, das dauert Jahrzehnte. Also, Christian, das sozusagen dein Statement zur MeToo-Bewegung. Ein Shitstorm war dabei, ein paar Morddrohungen waren dabei, sagst du, aber du hast das überlebt. Es war kein Shitstorm, es waren 80% der Leute sind meiner Meinung, nämlich alle die, die noch vernünftig denken können und sich nicht in die Feministenpartie hinunterstürzen. Sie haben einen Stein am Schädel oder und so irgendwie. Nicht? Der gute Rest ist halt so, das, schau, was haben Sie mir vorgeworfen? Sie haben mir vorgeworfen, ich bin zu alt für die Diskussion. Das ist super, das ist ein super Argument. Ja. Nämlich jemanden vorzuwerfen, er ist zu alt, da geht es ja um Diskriminierung bei MeToo. Das ist eine Diskriminierung wegen meines Alters. Aber Argumente sind Ihnen nicht eingefallen und damit schlafe ich ruhig. Ein diskriminierter Christian W. Mucha ist wieder zurück in unserer Mitte. Ich freue mich, dass du wieder da bist, weil damit kannst du jetzt regelmäßig an Studiodiskussionen wieder teilnehmen. Bye bye oder au revoir, Côte d'Azur. Welcome to Vienna. Christian W. Mucha wieder in Wien, wieder an der Spitze vom Extradienst. Und wir sagen Ihnen jetzt noch ganz kurz, was Sie morgen bei Fellner Live erwartet.